Der Beschuldigte ist, wie der Senator schon dargestellt hat, einer von 800 gespeicherten Islamisten bei uns in Hamburg. Er ist kein Dschihadist nach unseren Erkenntnissen und er ist als sogenannter Verdachtsfall gespeichert worden, aufgrund folgender Erkenntnisse, die auch sehr zeitlich noch sehr jung sind. Ein Hinweisgeber meldete sich bei der Polizei, ein Hinweisgeber, ein Freund des Beschuldigten, der bei dem Beschuldigten Veränderungen bemerkt habe und wollte darüber näher sprechen. Und im standardisierten Austausch zwischen Polizei und Verfassungsschutz übermittelte die Polizei uns dann diese Information und wir führten ein Gespräch mit diesem Hinweisgeber. Der Hinweisgeber äußert sich dann über den Beschuldigten, dass dieser bis vor kurzem noch viel Alkohol getrunken habe, viel gefeiert hätte, jetzt aber er eine Veränderung bei ihm wahrnimmt. Er spricht viel über den Koran, er trinkt keinen Alkohol mehr und er stellt auch viele Sachen in Frage, sodass er möglicherweise diese Veränderung als Radikalisierung bewerte, aber das wollte er zumindest mal, sage ich mal, vorsichtshalber uns mitteilen. Daraufhin haben wir den Beschuldigten aufgesucht und haben mit ihm ein Gespräch geführt. Der Beschuldigte spricht hervorragend Englisch, Schwedisch und Norwegisch, allerdings kaum Deutsch, sodass wir das Gespräch in Englisch und Schwedisch durchgeführt haben, ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Der Eindruck war hier, dass es sich hier eher um eine destabilisierte Persönlichkeit handelt, eine verunsicherte Persönlichkeit, aber in der Bewertung zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs keine unmittelbare Gefährdung von uns angenommen wurde und werden konnte. Im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass der Beschuldigte in unterschiedlichen Vorfällen, auch polizeibekannten Vorfällen, dann weiterhin in Erscheinung getreten war, wie beispielsweise, dass er in traditioneller Kleidung lautstark in Flüchtlingscafés die Suren eines Korans zitiert hat. Und wir haben auch einen Hinweis des Leiters der Unterkunft, in dem er, der als Flüchtling gewohnt hat, auf Auffälligkeiten. Das hat uns dann dazu bewegt, in Zusammenarbeit mit der Polizei, bei der Polizei, eine Feststellung seiner pathologischen Eignung, Feststellung der pathologischen Ursachen im Zusammenhang mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirksamtes durchführen zu lassen. Unsere Bewertung war eine Mischform zwischen psychischer Instabilität und religiös motivierten Radikalisierungsprozess. In einem Stadion, wo wir angeregt haben, ihn erstmal untersuchen zu lassen. Man muss feststellen, dass wir hier keine Einbindung in die hiesige islamistische feste Szene derzeit vorliegen haben. Wir haben auch keinen Hinweis auf ein Netzwerk derzeit. Es ist nach unseren Erkenntnissen ein Mensch, der bis jetzt alleine in Hamburg gelebt hat und auf noch zu untersuchenden Ursachen sich verändert hat. Sein Wille, in Hamburg oder in Deutschland zu bleiben, war auch sehr wechselhaft. Zuletzt musste man davon ausgehen, und das hat ja auch sein letzter Besuch bewiesen, dort beim der Ausländerbehörde, dass er unbedingt ausreisen wollte, um Deutschland zu verlassen. Das soweit eine Übersicht über unsere Erkenntnisse hinsichtlich des Beschuldigten.